Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslande und Reha-Klinik. Grüezi bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Weihnachten steht vor der Tür, aus dem Grund möchten wir Ihnen ein spezielles Projekt vorstellen. Zahnärztliche Nothilfe für Flüchtlinge. Die sogenannte mobile Zahnklinik ist ein umgebautes Ambulanzfahrzeug. Dort tut man an Flüchtlingen in Serbien Wurzelbehandlungen anbieten, Zähne ziehen und vor allem viel Schmerzen lindern. Die mobile Zahnklinik ist seit Anfang Februar unterwegs in den Flüchtlingslagern von Serbien. Später soll sie dann auch in Nordgriechenland eingesetzt werden. 35 Flüchtlingscamps sind es gesamthaft, wo die mobile Zahnklinik anfährt. Patienten kommen aus Afghanistan, Irak, Iran, es sind jesidische Kurden oder Syrer. Entstanden ist der Zahnarzt auf vier Rädern durch eine Geschichte, die unter die Haut geht. Nicole Grock ist für die Hilfsorganisation Volunteers for Humanity im Einsatz, wo sie auf einmal ein kleines Mädchen anspricht. Es kam ein Mädchen zu mir bei einer Tankstelle. Ich fand, ob ich da voll gegangen habe. Und ich fragte, ja, für was? Und der hat sich Move da und hat einfach einen verfüllten Zahn drin, schwarz. Also, dann ist so ein Tafelgan vielleicht ein, zwei Stunden und dann sind die Schmerzen wieder gleich. Kurz darauf aber realisiert Volunteers for Humanity mit weiteren Hilfsorganisationen zusammen, dass ein ausdehendes Ambulanzfahrzeug in eine Zahnklinik umgebaut wird. Es braucht unter anderem ein Röntgengerät, einen Sterilisator, ein Backup-System, wenn der Strom einmal ausfällt und natürlich einen Patientenstuhl. All das und noch vieles mehr treibt der Aargauer Zahnarzt Georg Amberg in nur einem Monat auf. Der Gesamtwert ist 30'000 Franken, die hier innerhalb eines Monats von der Aargauer Zahnärzte gespendet worden ist. Und das war alles sehr hochwertig gewesen. Also ich habe das Hotel Gell auch von meiner Praxis, hätte ich das können brauchen. Ende Januar fährt die fixfertige Zahnklinik dann los nach Preševo, in eines der vielen Flüchtlingslager in Serbien. Aber auch beim Transport sind Tricks gefragt. Nur so kommt das Auto überhaupt über die Grenzen. Dort haben wir klare Vorgaben gehabt. Also das Blaulicht darf nicht drauf sein, wenn man kein Krankenwagen ist, der dort eingesetzt wird. Also das musste man übermalen. Das ist natürlich nicht zulässig. Am 13. Februar dieses Jahr werden dann die ersten Patienten behandelt. Konzentriert wird sich auf die zahnmedizinische Nothilfe, sprich Wurzelbehandlungen, Zähneziehen und verschiedene Fülltechniken. Behandeln und Klinik leiten vor Ort tut Georg Amberg. Hilfe hat er von weiteren Zahnärzten und Assistenten. Heute ist er wieder zurück in seiner Praxis zu Oberhempfelden. Die Behandlung der Patienten hier ist allerdings nicht vergleichbar mit den Fällen, die er in Serbien getroffen hat. Vor allem durch Süßgetränk, der berühmte arabische Chai, der sehr gesüßt ist, hat enorm viele Schäden verursacht. Und dort haben wir Bilder gesehen, die wir uns in der Schweiz absolut nicht mehr gewöhnt sind. Wenn jemand monatelang auf der Flucht ist, ist Mundhygiene natürlich absolut vernachlässigt. Und schon eben nach ein paar Monaten zeigen sich erste Schäden. Wenn das aber über Jahre hinweg nicht gepflegt wird, dann werden die Zähne sehr schnell im Milchsinn schwarz. Und das war also sehr kontrastreich, diese Bilder zu sehen dort. Sehr häufig sagen sie darum auch Zahnfleischprobleme, meint Georg Amberg weiter. Und die Leute sagen schon nur dankbar, wieder mal ein Zahnbürstchen zu benutzen. Auch heute noch fährt die mobile Zahnklinik von Flüchtlingscamp zu Flüchtlingscamp. Geführt wird die Klinik inzwischen von zwei jungen serbischen Zahnärzten. Und die werden regelmässig von freiwilligen Schweizer Zahnärzten unterstützt. Wenn Nicole Grock diese Bilder sieht, ist sie stolz, was sie mit ihrem Verein in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. Und es soll natürlich weitergehen. Momentan sammeln wir für Spitäler in Syrien. Das ist in der Region Idlib, wo halt etliche Spitäler sind zerbombt worden. Das fängt an bei steriler Kleidung, also Kleidung für das Personal, das dort arbeitet, OP, Anzüge. Dann Verbandssachen, ganz stark halt auch Gegenstände für die Amputation, die man für die Operation braucht. Dann Prothesen, Schienen, Krücken, Rollstuhl, alles. Also es ist wirklich unendlich. Wer Interesse hat, die mobile Zahnklinik und weitere Projekte von Volunteers for Humanity zu unterstützen, der kann unter den eingeblendeten Adressen Geld spenden für medizinische Nothilfe. Selbstverständlich sind auch immer freiwillige Zahnärzte gesucht, die vor Ort gerne Hilfe leisten würden.
Ich wünsche Ihnen jetzt ganz schöne Weihnachten. Geniessen Sie die Festtage. Auf unserer Homepage finden Sie den Link, falls Sie den Hilfsorganisationen, die die mobile Zahnklinik betreiben, etwas spenden möchten. Das wär's gsi von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.